Wenn es um die Qualität des Vortrags geht, so wird immer wieder erwähnt, wie wichtig der Publikumskontakt sei. Das gelingt dir natürlich nicht, wenn du deinen ganzen Vortragstext dicht gedruckt auf ein A4-Blatt quetschst. Meist wird empfohlen, dass man sich auf kleine Zettelchen nur einzelne Stichworte notiert. Ich persönlich brauche das eigentlich meist auch nicht, denn ich versuche, den Vortrag so gut zu verinnerlichen, dass mir die Folien reichen. Die Bilder, die erinnern mich dann daran, was ich eigentlich erzählen möchte. Oder wenn schon, nutze ich die Notizen, die ich unter die Folien schreiben kann. Die lassen sich auch während des Vortrags einblenden. Das zeige ich dir gleich. Auch hier halte ich mich natürlich sehr knapp und notiere nur einzelne Stichworte. Wenn du einen zweiten Monitor an dein Gerät anschließt, beziehungsweise natürlich einen Beamer, so wird das normalerweise automatisch richtig erkannt. Falls jetzt etwas mit diesen Einstellungen nicht stimmen sollte, so kannst du nach Anzeige suchen und die Monitoreinstellungen werden aufgerufen. Hier lohnt sich möglicherweise ein Blick darauf. Im Moment ist es so eingestellt, dass dieser Bildschirm sogenannt erweitert wird. Das heißt, wenn ich also mit dem Mauszeiger jetzt nach drüben fahre, so siehst du ihn hinten auf dem zweiten Bildschirm. Also dieser Bildschirm hier geht auf der rechten Seite weiter. Der Beamer oder in diesem Fall mein zweiter Monitor wird also auch rechts fortgesetzt. Du könntest auch einstellen, und das würde dann duplizieren heißen, dass beide Monitore dasselbe Bild zeigen. Jetzt gerade bei PowerPoint ist es von Vorteil, wenn eben nicht beide Bildschirme dasselbe Bild zeigen. Wenn ich jetzt nämlich die Präsentation starte, so siehst du, hast du hinten die Folie formatausfüllend und vorne hast du den sogenannten Referentenbildschirm. Hier kannst du schon die nächste Folie sehen und die abgelaufene Zeit und so weiter. Diesen Referentenschirm zeige ich dir jetzt auf meinem Bildschirm noch etwas genauer. Wenn du jetzt für deinen Vortrag üben möchtest, so hast du ja wahrscheinlich keinen Beamer zur Hand. Trotzdem kannst du das mit der vorhin gezeigten Referentenansicht durchspielen. Wenn du die Präsentation startest, kannst du mit deinem Rechtsklick oder auch über diese drei Punkte hier unten Referentenansicht anzeigen, zu diesem Modus springen. Und hier hast du diese verschiedenen Elemente. Du kannst hier rechte Spalte mit den Notizen und der nächsten Folie in der Größe anpassen. Du kannst dich also auch auf eine Pointe vorbereiten, weil du immer schon siehst, was als nächstes kommt. Du hast hier oben die verstrichene Zeit. Du hast unter der aktuell gezeigten Folie auch verschiedene Werkzeuge, zum Beispiel den Stift oder Laserpointer-Tools, mit dem du direkt auf der Folie herumzeichnen kannst. Du kannst direkt zu einer Folie springen, einen Ausschnitt zeigen, den Bildschirm schwarz werden lassen. Und hier, falls du das nicht über die Tastatur oder die Fernbedienung machst, von Folie zu Folie springen. Hier oben kannst du die Ansicht austauschen, falls jetzt am Beamer diese Darstellung kommt und auf dem Computer nur die Folie, kannst du das wechseln und hier könntest du auch die Bildschirmpräsentation duplizieren. Man sagt auch spiegeln, dass also beide Bildschirme denselben Inhalt zeigen. Und über Bildschirm beenden oder auch Escape kommst du wieder zum Bearbeitungsmodus zurück. Das beste Tool nützt dir natürlich nichts, wenn du den Inhalt nicht beherrscht. Darum heißt es jetzt üben, üben und nochmals üben.